Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Yeah, oh yeah. Nein, gibt mein Auto. Oder gibt, ja, mein Auto. Jetzt ist es mein Auto. So, Hallöchen. Das ist jetzt dumm, weil ich wollte eh wechseln zu Michael. Egal, dann machen wir heute mit Franklin weiter. Wir haben hier im letzten Part... Oh, fuck, wir haben keine Mission. Für Franklin. Dann fahren wir... Ja, komm, scheiß auf das Auto. Das fährt ja öfters hier rum. Cooles Auto. Und wir wechseln jetzt aber zu Michael. Hey, Moment, da steht auch Mission verfügbar, oder? Bin ich jetzt dumm? Bin ich dumm? Ah, nee, komm, wir machen Michael. Ich will die Raubüberfall, Juwelierraub, diese Vorbereitung endlich jetzt mal weitermachen. Es sind ja diese HS-Missionen da. Haben wir angefangen zu planen, da mit dem mit Lester hat uns ja den Plan erklärt, wo ich ja gar nicht gecheckt habe, was der von mir will. Da habe ich mir eine Crew ausgesucht, weiß nicht, ob ich das gut gemacht habe. Einer habe ich einfach reingeholt, weil wir den kennengelernt haben in der Mission. Michael hat gepennt, gut. Ja, wechseln, Kleidung, ja, ist dumm, dass die immer andere Kleidung anhaben. Oh, Lester. Was? Frage das BZ-Gas bei HS ab. Ne, H irgendwas ab. Betäubungsgaslieferungen gehen alle 2 Stunden zu LSX. Fang einen ab und klau den Transporter oder jag ihn hoch und schnapp dir das Gas. Einige Ausrüstung ist für den Rubbel. Was? Okay. Okay, ich muss, was war das andere? Achso. Ich gehe erstmal raus. Was? Schnauze. Mein Sohn. Okay. Wir haben 2 Möglichkeiten. Achso. Da war es gar nicht. Also wir haben hier das. Ist das HS? Raubüberfallvorbereitung. Und dann haben wir hier, da sollen wir den abfangen. Das machen wir. Wir fangen den Truck ab. Oder jagen ihn hoch. Was für Waffen? Ach du Scheiße. Ja, ich habe nur gute Waffen mit Franklin. Ach, daran muss ich mich gewöhnen, dass man nicht dagegen... Ja, mein Auto ist nicht drin. Keine Ahnung. Wir machen das jetzt hier mit Flipflops. Wie die Gangster. Okay, da steht ein Auto. Da kommt ein Auto. Ich glaube, das ist besser, oder? Jo, holen wir uns. Ja. Gibt bessere, denke ich. Sentinel. Alles klar. Ja, nice. Oh, da ist ein gutes vorbeigefahren. Hoppsala. So, Tennis spielen könnten wir auch mal. Moment. Nee, ich dachte, das wäre das, was ich eben gefahren bin. Scheiße, ich habe einen Stern. Och, nee. Okay, aber einen Stern, das muss doch gehen. Dann wechseln wir mal das Auto. Und zwar das hier. Oh oh. Oh oh. Fahr. Die haben mich nicht gesehen, oder? Yeah, geile Farbe. Fuck. Oh, Michael, gib Gas. Jetzt haben sie mich. Scheiße. Egal, ich fahr mal da zum Truck. Und dann werden wir sehen, ob wir die Bullen abhängen können. Ich versuche das jetzt echt so zu machen, dass ich Auto wechsle. Yay, fahren haben wir dazu bekommen. Sehr schön. Man muss doch eigentlich gehen. 1 Stern, hallo. Ist ja nix. Kann ich einfach gemütlich dahin fahren. Ja, super. Ich mache mir da so Gedanken. Versuche das Auto zu wechseln, habe ich gemacht. Und ja, so geht's auch. Oh, das war irgendwie klar. So, kurz mal gucken. Fährt der rum? Der fährt rum, ne? Ja. Der fährt rum. Das heißt, ich muss öfters mal gucken, wo der ist. Sonst verschwindet der immer. Und ich komme nicht dran. Oh, wenn ich immer dahin fahre, wo der zuletzt war. Muss den irgendwie abfangen. Und das Betäubungsgas da.
klauen. Fährt er jetzt die ganze Zeit durch Los Santos oder ist das dann irgendwann vorbei? Irgendwann muss er ja da sein. Ich denke, der dreht dann da immer seine Rundchen, weil man muss die Mission irgendwie schaffen. Weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie Unterschiede gibt. Hätte ich jetzt, man konnte da ja zwei Arten wählen. Parial und ruhig oder so. Ups. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir das gemacht hätten oder machen müssten, wenn wir eine andere Methode gewählt hätten. Also parial, einfach durch und so. Schieß die Türen auf oder zerstöre den Transporter, um an Ladung zu kommen. Okay. Dann machen wir es. Warum geht die Spezialfähigkeit nicht? Soll ich hinten drauf schießen? Einfach dagegen schießen? Die Türen, also hinten? Oder? Ich weiß es nicht. Oder vorne. Oder mach mal Platten. Oh, scheiße. Okay. Nice. Aussteigen. 2 Sterne. Bisschen Muni und Geld einsacken und... Torklau, wow, 14 Dollar. Häng die Bullen ab, alles klar schön. Versuchen wir. Das wird schwer. Das wird extrem schwer. Der ist nämlich sowas von lahm. Ja, das habe ich eventuell dumm gemacht. Nee, ich muss die erschießen. Achso, ich könnte auch den Truck einfach stehen lassen. Okay, jetzt sehen sie mich nicht. Einfach stehen lassen, in ein anderes Auto einsteigen. Der bleibt dann da stehen, glaube ich. Der Truck, aber... Möchte ich jetzt irgendwie nicht machen. Komm, das muss doch irgendwie gehen. Nein. Nein, nein, nein. Da kommen immer mehr. Fahr. Ah. An dieser Stelle fahren wir oft vorbei, finde ich. Och, nö. Moment, also ich fahre der Markierung hinterher. Die habe ich ja gemacht. Brauchen wir nicht. So. Wow. Okay, das wird sehr nervig. Ich hätte doch eventuell aussteigen sollen eben. Als ich die Chance hatte. Ja, komm. Was soll ich machen? Zum Painspoint fahren? Bringt das was? Ich fahr mal da. Also, ich sag immer, Paint Spray ist ja natürlich Los Santos Customs. Aber man hat sich natürlich so dran gewöhnt an den Namen. Ja, ich krieg die ja nicht weg. Immer hatte ich irgendwie das Glück. Da hat's geklappt. Ah, ich glaube, ich bin falsch gefahren, egal. Boah. Was soll ich machen? Die machen mein Auto noch kaputt. Könnte extrem lange dauern hier. Ja, komm schon. Dann müssen wir das irgendwie anders machen. Oh, Wasser ist natürlich böse für meinen Truck. Ich hätte das scheiß Auto wechseln sollen. Dann wäre vielleicht... Hätte ich mir das hier vielleicht gespart. So, vielleicht sind sie jetzt durch den Hydrant abgelenkt. Nee, natürlich nicht. Super! Und abschießen will ich die nicht, sonst kriege ich 3 Sterne. Oh, was mache ich denn? Ich habe keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ein bisschen hilflos. Ich krieg die ja nicht von meinem Arsch weg. Ich glaube, ich muss auf die Autobahn fahren. Kann ich ein bisschen mehr Gas geben. Und dann ein paar Manöver starten, damit die mit irgendwo bappen bleiben. Aber ich bleib dann auch öfters beim Bappen. Ja, so zum Beispiel. Ah, ficken. Komm, verpisst euch. Es ist mein Auto. Was wollt ihr von mir? Och, Mano, warum muss ich auch 2 Sterne haben? Ein reicht doch. Ja, super. Komm, bleib bei dem Auto hängen. Ja, die weichen natürlich auch aus. Weil die Sirenen anhaben. Ja, jetzt... Ich gebe Vollgas hier. Okay, das sieht gut aus.
Die sind, warum sind die langsamer als so ein Truck? Das macht keinen Sinn. Okay, auf der Autobahn fahren, das war klug. Aber vor mir sind noch welche. Okay. Stehen bleiben, Auto wechseln, was soll ich machen? Ich fahr mal weiter. Komm, das muss klappen. Auf der Autobahn kommen die ja eigentlich gar nicht so, denke ich mal. Aber da ist vorbei. Oh ne, da sind sie. Ich wechsle mal. Ah ne, da ist ein Tunnel. Scheiße, warum bin ich nicht weitergefahren? Scheiße. Oh nein. Jawohl! Okay. Liefert den Transporter bei der Textilfabrik ab. Okay, das war... Puh. Gerade nochmal gut gegangen. Hat lange gedauert, aber es wird bei mir immer lange dauern. Wenn ich vor der Polizei flüchten muss. Mag ich nicht so. Ich weiß nicht, ob ich mit dem durch Pain's Way gekommen wäre. Keine Ahnung. Oh ne, da muss ich... Was? Okay, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Gut, da ist Gas drin. Aber trotzdem, hallo? Ich bin doch auch irgendwo. Polizeiauten sind eben an mich gefahren. Nochmal, super. Alter, alles umsonst. Ich sterbe auch immer so dumm. Immer. Ah, Mann. Komm, lad schneller, ich mach das wieder. Oh, alles unnötig, alles umsonst. Ja, ich weiß, dass sie unterwegs sind. Toll. Im Prinzip habe ich ja jetzt gar nichts gemacht. Gut, ein bisschen habe ich mir jetzt hier gespart. An Weg. Da ich jetzt hier direkt bin. Ich sollte... Hat er nicht gestanden, ich sollte ihn in die Luft jagen? Habe ich auch gemacht. Ja, ich darf drauf schießen, aber warum explodiert er dann, wenn ich da irgendwo über ein Motorrad fahre oder so? Hä? Schieß doch mal. Achso. Komm, bleib bei mir. Wow. Alles klar. Lebt er noch? Oh, der lebt noch. Alter, ich hab dich getötet. Ja, hab ich auch. Wow. Nee, hab ich nicht. Was zum... Oh, schon wieder zwei Sterne. Du bist tot. Jetzt wird's noch schwerer als eben, weil da ein Bulle sind. Okay. Aufsteigen. Einsammeln. Oh, ich will die Polizisten nicht abschießen. Sonst kriege ich vielleicht drei Sterne. Okay, da ist Pace vorher. Soll ich da runterfahren? Soll ich da runterfahren? Soll ich weiterfahren? Nee, ich mache das wie eben. Ich glaube nicht, dass der da reingeht. Och, das war dumm. Warum sterbe ich auch? Jetzt muss ich wieder flüchten. Warum ist die Scheiße explodiert? Muss ich doch vorsichtig fahren? Aber die rammen mich und da explodiert nix. Alter, was geht mit dir? Willst du mich ficken oder was? Hallo? Danke. Meine Fresse. So, jetzt mach mal langsam hier. Was zum? Warum ist jetzt nicht explodiert? Das war bestimmt, das war unfair. Ich schieb's diesmal wieder aufs Spiel. Dass ich das eben verkackt habe. Das Spiel mag mich nicht. Ja, bleibt hängen, komm. Na, super. Ja, ich weiß, ihr könnt mich sehen, ihr Wichser. Verpisst euch. Wenn ich mir gemerkt hätte, wo dieses scheiß Ding da ist, die Textilfabrik, dann wäre ich da schon mal hingefahren. Also in Richtung. Okay, Autobahn muss ich mir merken. Klappt doch anscheinend gut, da zu flüchten. Gut aus. Ich fahre aber ganz normal einfach weiter. Jetzt hier keine Faxen machen mit stehen bleiben. Ja, jetzt bin ich zwischen denen. Wie eben. Aber sie sehen mich nicht. Das ist sehr schön. Da kommt einer. Er ist aber auch zu langsam. Das darf ich aber nicht zu schnell machen.
Nicht, dass ich den anderen vor mir da überhole. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Okay. So, jetzt aufpassen. Okay, sehr schön. Das war jetzt Glück, dass ich hier auch in die richtige Richtung gefahren bin. Oh oh. Das ist nicht gut. Warte mal. Nicht. Ich muss da vorbei. Danke. Ist aber freundlich von dir. Puh. So, da muss ich mich gerade mal kratzen. Deshalb bin ich fast da in die Mauer gefahren. Aber nur fast. So, was ist das denn hier? Wunderbar. Dann da runter und dann haben wir es gleich. Hätte man viel schneller machen können, wenn man nicht so dumm gestorben wäre wie ich. Hätte ich noch die andere Mission machen können. Aber nein. Das Spiel mag mich nicht. Aber mich mag ja eh keiner. Voll traurig. War eigentlich nur Spaß, aber egal. Wow. Ich sehe es kommen, mein Auto explodiert wieder gleich. Wenn ich jetzt hier gegen die Mauer fahre. Naja, zum Glück nicht. So, geschafft, Gott sei Dank. Bestanden. Bronze. Ja. Frachtbefreiung. Ach so, ich hätte nicht. Ich hätte. Ja klar, man hätte die anders machen können. Ich hätte ja die Türen kaputt schießen können und dann das Gas da holen können. Aber ist egal, ich habe das jetzt einfach so gemacht, weil ich es kann. Haben wir Fremdenfuig da, wo nicht so lange dauert? Nö, wir haben gar nichts, außer das hier. Sollen wir das noch machen? Dauert sehr lange. Vielleicht kriegen wir auf dem Weg dahin. Okay, Lester. Oh, Les, we got us some good night gas. Ah, good. Once we have the pest control van, we'll be ready to go. I'm on it. Ach so, genau. Den Wagen. Den soll ich ja besorgen, aber das machen wir doch, will ich sagen, im nächsten Part. Ich mache das auch im nächsten Part, damit wir das hier abschließen können. Okay, war lustig, aber es war so eine Standard-GTA-Mission, irgendwie. Aber trotzdem cool. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.